Wunderschönen guten Morgen, heute ist Dienstag. Wir stehen in Wonnegau. Da sind wir gestern noch hingefahren. Gestern Morgen hatten wir ein bisschen Weber. Zwei Kunden, einmal Bärschein, Baustoffhändler, und dann sind wir nach Nörvenich gefahren, hatten wir eine Baustelle. Richtig. Und dann haben wir geladen in Bergheim für Wörth am Rhein. Da fahren wir jetzt hin. Wörth am Rhein. Da sind wir ja irgendwann wieder, ne? Kann ja sein, dass ich mein LKW abholen muss am 15. Da soll der eigentlich fertig sein, das Chassis. Verstehst du? Wir machen uns jetzt hier startklar. Das heißt, Gardinen auf, Gardinen falten, Bett machen. Ich habe eigentlich ja keine Lust, ich habe super gepennt, ohne Scheiß, ne? Richtig gut. Ich habe gerade mir einen großen Milchkaffee geholt und ein Käsebrötchen für 10 Uhr, ihr wisst Bescheid. So. Wenn wir jetzt fahren, sind wir genau um 7 Uhr da. Dann nehmen wir die Bude mal leer machen in Wörth. Dann rufen wir an und dann kicken wir mal, was Phase ist. Lass das Rennen beginnen. So. Soll ich den jetzt nochmal anrufen oder kriegt der automatisch? Die sind ja ab 7 Uhr hier, 7 Uhr haben wir jetzt. Ich warte 2 Minuten. Ich habe ein bisschen hochgepumpt. Boah, das für ein Schiff ist hier. Leck mich in der Tasche, dann tun sie Refe. Hä? Ah! So müsste es passen. Das sieht gut aus. Jetzt machen wir erstmal in Ruhe. Ich habe jetzt schon alles aufgerollt. Aufgeräumt. Jetzt können die anfangen abzuladen. Und dann bin ich schon fertig. Gummimatten auf Seite, schön, ne? Ich bin am frühen Morgen schon am Kochen, verstehst du? Gerade nur ein paar Gurte abgemacht. Schwerstarbeiter. Gerade ein bisschen Platz gemacht, weil ich stand ja hier neben dem Kipper, ne? Aber hier ist Verkehr. Hier kam gerade ein Betonmischer rein. Der wäre dann nicht hier zwischendurch gekommen. Ne? Hier zwischen muss ein bisschen Platz sein, ne? Sonst kommt hier keiner durch. Ich möchte nur, dass du das weißt. Die Maschine kommt. This is really unbelievable. Meckert, dass ich hier abkehre, ne? Hier ist ein Bauplatz, nur mal so. Tja, ja. So, die vier noch, dann den Hänger, was haben wir drauf? Hier vorne eine Gitterbox, zwei Kisten und hinten eine Trommel. Die Trommel machen die auch mit dem Merle.
So, das war's. So, da haben wir wieder unsere Monsterbaustelle. Ist doch soweit fertig, ne? Die sind doch nur noch hinten an der Brücke, oder kann das sein? Danach ist erstmal schön die andere Sieg dran, ne? So ungefähr 17 Jahre. Oder geht das über die ganze Breite, ne? Nee, glaube ich nicht, oder? Ja, das dauert noch jetzt. Das dauert noch jetzt, bis die fertig sind mit allem hier. Ach, jemine. Die andere Seite ist danach dran. Wozu ist das gut, Bruder? Wozu? Ja, genau. Komm einfach rein in meinen Sicherheitsabstand. Können sich nicht normal verhalten auf der Straße. Wenn Überholverbot ist, dann überholt man einfach nicht. Auch wenn du zu spät küsst, Junge. Das Geilste ist, mein Disponent hat eben angerufen, ich kann auch vorladen. Ich bin um kurz vor eins, bin ich wieder am Lager Bergheim und dann laden wir für morgen für Rüsselsheim. Ist das nicht schön? Ah, dann machen wir das doch. Jetzt haben wir noch 32 Kilometer, dann sind wir da. Müsste sein Motorwagen. Schauen wir gleich mal. Wenn alles so bleibt, fahren wir solo. Kann aber auch sein, dass wir den Hänger mitnehmen müssen. Und wenn keiner was sagt, dann stellen wir den ab und dann ist gut. Ne? So, da sind wir. B2? Okay. B2. Das sieht gut aus. Stellen wir uns jetzt auf 2, dann kriegen wir direkt geladen. Und dann sind wir wieder weg. Hier ist direkt die 3, da vorne kommt die 2 und der Kollege da vorne steht auf der 1. Ne? Bei uns ist es grau und am Regnen, wie die Sau. Und jetzt bin ich kurz vor Koblenz, guck mal bitte. Das heißt ja nicht, dass es den ganzen Tag so bleiben muss oder wird oder wie auch immer, aber es ist total schön. Einen wunderschönen guten Morgen erstmal. Wir haben heute Mittwoch, genau. Ich fahre nach Rüsselsheim, aber ich fahre erstmal nach Waldlaubersheim das Fahrzeug tanken. Und dann gehen wir ein paar Gitterboxen abladen, eine Trommel abladen und dann schauen wir weiter. Den Anhänger, den habe ich heute Morgen abgestellt, weil den brauchst du nicht, der ist ja komplett leer. Ja, fahren wir solo. Ich mache jetzt mal eine Viertelstunde Pause hier an diesem wunderschönen Örtchen. Ich habe gerade einen kleinen Ladungscheck gemacht. Alles fest, alles wunderbar. Ein Trömmelchen haben wir, ne? Ein paar Gitterboxen. Ich habe ein bisschen Hunger, aber quasi haben wir noch keine 10, ne? Ich wollte erst um 10 Uhr frühstücken. Wir haben erst 8. 3 Brötchen habe ich mir organisiert. Kann ich eigentlich ein wenig in den Kühlschrank legen? So. Haben wir das auch durch? Der Kaffee ist weg. Ich habe jetzt getankt hier in Waldlaubersheim. Beide Tanks voll. Gegenüber hier ist die Firma Klein, ne? Da waren wir vor kurzem mal Kaffee trinken. Schöne Grüße euch nochmal. Und die Dinger auf dem Hof stehen haben. Der Duffy gefällt mir, der Scania gefällt mir. Oh, geil, Alter. Guck dir das mal bitte an. Hammer. Der kommt bestimmt hier rein. Der will bestimmt tanken. Komm. Komm! Ich hab's gecheckt.
der Firma hier gegenüber habe ich mal einen Bericht gesehen auf YouTube. Der scheint auch, war das auf YouTube? Ich glaube schon, der war auch, denke ich mal, im Fernsehen. Jetzt geht von da jetzt wieder einer. Wahnsinn, wie groß, ne? Kranhersteller. Da sind wir. Ich habe mich angemeldet. Der müsste normalerweise automatisch jetzt rauskommen. Ich habe gesagt 9:30. Die haben wir jetzt auch. Genau. Da könnte der gute Mann schon. Dann kicken wir mal. Normalerweise müssten wir da vorne wieder abladen. Schönen guten Morgen da vorne, ne? Danke. Jawohl. Können wir jetzt hier drehen oder stellen wir uns direkt nach vorne wieder an den Rand, ne? Mein Helmet? Sonst sieht das er ja, Junge. Sonst sieht das ob der Kopf. Verstehst du das? Hm. Also. So, dann machen wir alles los. Kommt schon jemand? Hör mal. Die Hölzer waren schon so schief da, ne? Spielend. Was hat der im Knistern ist, Junge? Hallo, ihr Kleinen, wie geht's euch so? Habe ich damals noch von der Firma Bünde aus Euskirchen, weil ich was abdecken musste oder sollte, falls es regnet. Und seitdem habe ich die und die kannst du immer mal verwenden, wenn du irgendwas abdecken musst. So jetzt die Kartons, ne? Weil 2x15 Kilo Kartons, die wollte ich mir jetzt nicht ins Fahrerhaus stellen. Dann habe ich die auf die Ladefläche gestellt, schön abgedeckt. Ist das nicht toll? Sag mal bitte, ich So, warum hat er die jetzt so runtergenommen, wie er sie runtergenommen hat? Weil er quasi ein Vollprofi ist. Der hat die ersten Stück zu sich gezogen, weil er dachte, er kommt mit den Gabeln zu weit an meine hintere Bracke. Hier dran. Dann hat er die sich ein bisschen zurückgezogen und dann neu nachgegriffen. Ist der nicht geil? Und deswegen fahre ich so gerne hier in die Anlagen, weil das einfach nur Profis sind. Hast du gesehen, wie der die Trommel genommen hat? Hey. Geil. Die Dinger sind schon geil, so, alles klar, alles in Blockschrift, das ist sehr gut. Ich habe meine Zeit nicht eingetragen, ist das auch nicht toll? Ich muss meine Zeiten eintragen. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall schön unsere Pause machen. Die müssen wir jetzt machen, sonst bekommen wir Ärger. Jetzt habe ich einen richtig schönen Runde geratzt, wa? Jetzt wird es langsam warm in der Karre. Der hätte ja nichts hier. Der hätte keinen Stand geben und so einen Dress alles. Ne? Voll das billige Ding ohne alles, muss ich jetzt sagen.
wird es langsam wärm, hey. Ich hab wieder geschlafen, so eine halbe Stunde. So ein Powernap. Was ist das? Oh, nee. Klack. Volvo. Alter, die Gardinen sind so schwergängig bei dem Ding. Total doof. Scheiße, dann ist wie auch so ein Anruf aus dem Büro. Die rufen grundsätzlich an, wenn du stehst. Wenn du stehst oder am Ratzen bist eine halbe Stunde oder was, genau dann rufen die an. Nicht vorher. Immer. Warum ist das eigentlich so? Ist das bei euch auch so? 19 Fenster rum, ey. Schauen wir mal die Wespen rein. Hallo. Hat einer wieder seinen Müll rausgeschmissen hier, ne? Guck mal hier, überall Mülltonnen. Und da schmeißt uns ein Vollidiot, schmeißt da seinen Dreck raus. Unfassbar. Da hinten, überall Mülltonnen, verstehst du? Und was nicht da, haben sie den Dreck rausgeschmissen. Die sind es selber schuld, wenn wir Lkw-Fahrer mit so viel Einschränkungen leben müssen. Bist du am Hof? Hey, schön. Kann ich dich einer... Ja, immer locker bleiben, ne? Also. Aber da habe ich doch jetzt gar nichts von gesehen. Da steht doch gar nichts mit Bonn. Ach so, doch, steht ja wohl. 6, 2 und 2 mal Glas. 4 Meter, 1 Meter. Okay. Ich fahre jetzt erstmal ein paar Tensorrollen laden. Und dann. Alter, ich bin nach meinem Mittagsschlaf richtig gerädert. 6 Tensorrollen, 2 4 Meter, 4 1 Meter. Aber das stimmt sowieso wieder nicht, weil, keine Ahnung.